auch. Oh, nett, nett, nett. Verabschiede dich von der Welt. Ja, was soll's. Hello there und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Die Burg wartet auf uns. Und ich sehe gerade, jede Menge Ausrüstung wartet auf uns. Danke. Hey, Preston. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Nee. Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon klar. Zustand, ich bin... Yep. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Ich locke sie raus. Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und haben wir... Greifen wir sie von beiden Seiten an. Wir teilen uns auf. Du kannst dich dem Team anschließen, das deiner Meinung nach etwas Unterstützung gebrauchen könnte. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Alle Vorbereitungen, alles nochmal sauber durchgeputzt und durchgeladen. Sind die Minutemen in Position? Können wir loslegen? Auf geht's! Ich hätte gern Tageslicht gehabt, aber was soll's. Vor langer Zeit verloren. Die Jahre haben ihm arg zugesetzt. Entdeckt die Burg. Guten Tag! Dann wohl. Bleib auf Distanz, wenn dir deine Gliedmaßen lieb sind. Auf. Warte mal. Warum eigentlich? Voll daneben, toll. Verabschiede dich von der Welt. Noch immer in einem Stück. Ich geh mal raufspielen. Mal sehen, was die Mauer so bietet. Verdammt. Hey, du bist hier! Alles, was wir gucken können. Okay. Haben wir ja schon unbewusst gemacht. Was war das?
bist du? Kleines Whisky. Na komm schon. Okay. Ist doch gar nicht erst so weit gekommen. Okidok. Es sind noch welche, wie ich das sehe. Hier auch noch. Grüne Neune. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Hier noch ein Ei, ich sehe es nicht. Was? Töte die was? Warte, hab sie gefunden. Warte mal. Nachladen. Danke. Ich hab keine Zeit zu spielen. Tut mir leid. Lass mich. Okay. Ich. Toll. Ich kam nicht mehr raus. Ich hoffe, hier gab's einen Zwischensave. Nein, gab es nicht. Die Sache mit der Siedlung, zu der du mich geschickt hast, ist nicht so gut gelaufen. Das sind schlechte Neuigkeiten. Wir müssen uns mehr bemühen, wenn wir wollen, dass das Commonwealth uns unterstützt. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das... Nein, lass mich. Alle sind hier, General. Da ist es. Siedlung? Jetzt... Oh Gott, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Aha, und wenn okay. wir uns... Unser Primär... Ja. Die Mauer auf... Worauf warten wir? Ja. Nein. Ja. Warum ja. lassen wir sie ja. nicht zu uns? Ja. 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 Okidok. Können wir dann... Und? Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen... Wenn du meinst. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Alles nochmal durchladen. Sie brauchen eh ein paar Minütchen, bis sie in Position sind. Passt. Die wollte ich. Die Minutemen haben diesen Ort vor langer Zeit verloren. Die Jahre haben ihm arg zugesetzt. Alle in Position. Auf geht's. Hey! Da sind sie ja. Soweit so gut, verdammt. Denke ich mal. Scheint, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller tot, als wir gucken können. Meyer-Lurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das. Da kommen sie! Du gehst im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Vernichte die Gelege. Gelegenheit macht Diebe, oder wie? Da draußen ist was. Besser gelaufen als erwartet. Nest 1, weg. Nest 2, weg. Nest 3, weg.
klarkommen. Tschüssi. Netzwerk. Netz, ja. Netzwerk. Was zum Teufel war das? General, das sollte dir nicht sein. Ja, und bleib weg. Da ist die Königin. Passt, Pips war auch fleißig. Diesmal werden wir aber speichern. Und wir werden den Mr. Launcher gleich ausrüsten. Ah, da ist er. Daneben. Was für eine Verschwendung. Das müsst ihr wehgetan haben. Ich bin hier mal rauf. Ich habe überhaupt keine Lust, jetzt wieder gegen dich zu kämpfen. Ja, sicher, werft Granaten auf mich. Ich liebe es. Panzer. Torso. Ja, das machen wir doch grad. Rums. Und jetzt. Nein, der Schlüpfling interessiert mich aber gar nicht. Krieg ich zufällig. Den Kopf. Vielleicht. Schön daneben. Alter, ich treffe halt einen Scheibenkleister. Ich brauche Hilfe. Und vor allem, wo kamen diese Hatchlings her? Was für eine Verschwendung. Haltet sie mir vor. Ja, toll. Guter Schuss. Wie man das Ding halt nicht treffen kann, ist auch ein Rätsel, oder? Ja, ja. Macht nur. Mama Schlumpf. Das könnte jetzt furchtbar schief gehen, deswegen möchte ich nochmal speichern. Nee, das geht nicht. Bang! Bang. Und jetzt fall um. Du altes Mistvieh. Combat Armor Chest Piece, ja schön. Wirklich interessante Sachen gibt's ja aber nicht. Hier ist noch irgendwie ein Gelege. Leute, es gab einen Job zu tun. Bin ich der Einzige, der den erledigen kann? Ja! Was lebt hier noch? Hau ab, blödes Ei. Okay, Westen. Gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig so. Hier. Der Dann General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyerlurks und Eier, die ihr findet. Gute Idee. Dann lass mal gucken. Mal sehen, ob noch was vom alten Sender übrig ist. Ich möchte erstmal Pistolen und Patronen. Also. Ich glaube nicht, dass wir das Ding wirklich erledigt haben. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Okay. Dann. Dankeschön. Benötigt Strom.
Das heißt, wir brauchen einen Generator. Produziert 10 Strom. Aluminium, nukleares Material. Blub. Blub. Wie? So jetzt oder wie? Nein, nicht verschrotten. War die falsche Taste, sorry. Ja. Nee, geht auch nicht. Und das geht warum nicht? Ach, weil es hier durchgeht, okay. Komm mal hier rüber. Bei manchen Sachen ist das Spiel halt echt doof. Passt. Guten Morgen, schon mal. Commonwealth. Hier ist Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Ressourcen, Essen. Haben wir irgendwas mit? Nein. Wasser. Danke. Etwas wenig Energie haben wir. Schutz. Okidoke. Minuteman. Was? Geh weg, Preston. Okay, keiner hier. Egal. Preston? Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minutemen bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Perfekt. Können wir... Andere Frage. Danke. Oh, anstrengend. Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Ansonsten hat es aber keiner der Minutemen geschafft, oder? Ihr räumt die eh weg, oder? Muss ich mich nicht drum kümmern. Aber, lieber Preston, du hast mir doch nach Somerville freimachen. Genau. Verzeihung. Eine Aufgabe aufs Auge gedrückt. Und zwar müssen wir... Wow. Nicht entdeckt. Markierung platzieren? Nein. Hopsmarsch Pfingstkirche, das ist schon mittendrin statt nur dabei, oder? Naja, dann gehen wir mal dahin und marschieren runter. Wer sollte so nah am strahlenden Meer wohnen wollen? Manche Leute verstehe ich nicht. Aber... Wow. Tolles Wetter haben wir wieder. Cool. Aber da wir eh die gute Ausrüstung anhaben, also was Schutz angeht. Strahlenschutz jetzt nicht unbedingt, aber normalen Schutz. Lass uns mal hier ein bisschen durch die Gegend paldowern. Da ist ein Schrottplatz, den würde ich mir gern anschauen. Ist die auch durchgeladen? Ja, passt. Perfekt. Hallo Freunde! Supermutanten! Ich will das Hirn zermatschen! Ja, dazu muss ich mich finden. Ich finde mich ja nicht mal selber zurecht. Du interessierst mich aber gar nicht.
Passt. Ich hätte ihn gern tot. Danke. Und ausnahmsweise wäre ein Treffer mal interessant. Danke. Tschüss. Nein. Lass mal die Nuke. Peps, bitte. Lass mal die Nuke fallen, bevor es hier ungut wird. Was willst du von mir? Doofe Töle. Ernsthaft, Kinder, es reicht. Schießt du noch Pips oder Sandria oder. Das war gar nicht besser als erwartet. Das war wirklich Horror. Was hast du vor? So schlecht haben wir uns schon lange nicht mehr angestellt, Mädchen. War das eine Müllhalde? Nein, es ist der ganz normale Wahnsinn mit den Supermutanten. Wow. Gibt's noch? Eine Nuka Cherry, dann hat sich's bezahlt gemacht. Wenigstens etwas. Diese miesen Hunde. Wollten wir wirklich den letzten Nerv rauben? Die kleinen Scheißers. Hier haben wir. Oh! Wie nett. Natürlich. Besser. Andere Richtung. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ernsthaft, Spiel. Wie schön. Nein. Nein, die wollte ich nicht. Aber okay. Was so? Supermutanten, Leggards. Ne. Danke. Die 5mm hätte ich auch nicht mitnehmen müssen. War das nicht da? Legendäre Supermutanten, Meister. Okay. Da oben. Wow. Rums, rums. Ansonsten ist hier aber nichts mehr. Nee, passt. Dann tschüss Jungs und Mädels. Ich muss weiter. Und ich sollte mich vielleicht wieder ein bisschen heilen. Die haben ganz schön Damasch gemacht, die Kerlchen. Wer ist da? Endstation! Und der nächste Nachruf! Ja, wer glaubt? Das ist nichts. Ah, ein Rust Devil. Au, nicht ins Gesicht hauen, das tut doch weh. Siehst du? Bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Hat sie jetzt die große Wumme? Sie hat die große Wumme mitgenommen. Ja, soll mir recht sein. Was war das? Sag ich's nicht. Ja, beruhigt euch mal wieder, Kinder. Danke.
Warum versteckst du dich denn, du kleiner Teufel, du? Au, das war der Arm, hm? Tja, das war dein Leben. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Glaubst du? Ich glaube, irgendwann wird dir der Lebenssaft ausgehen, mein Freund. Das auch. Oh, nett, nett, nett. Verabschiede dich von der Welt. Ja, was soll's. Wer? Hast du sie im Visier? Wen? Erwischt. Ah. Hab ich dich. Hunde, ernsthaft? Und du auch. Fall halt einfach tot um. War's das jetzt? Dankeschön. Danke sehr. Gut. Bisschen was haben wir hier aufgeräumt. Da oben ist noch einer. Wisst ihr was? Wir machen hier erstmal einen kurzen Cut und um den da oben, wenn, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ich sag danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen, Abo. Ich bin für alles dankbar. Auch ein kleiner Kommentar hilft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.